Wetter ist gut, wird immer besser, deshalb bauen wir in dem Video eine kleine Minigolfbahn. Da die ehrlicherweise viel schwieriger zu bespielen ist, als wir alle anfangs dachten, haben wir einfach im Nachgang diesen Aufsatztrichter abgemacht, dann wird es deutlich einfacher. Also wir haben sogar zwei Level, eine 2-Level-Minigolfbahn. Viel Spaß beim Nachbauen und viel Spaß beim Video. Willkommen zu einem neuen Video. Ob das jetzt so ganz so ernst gemeint ist und ob ihr das jetzt so hoch einstufen müsst, könnt ihr selber entscheiden. Aber ich will euch kurz zeigen, was wir für dieses kleine Sommergartenprojekt brauchen. Wir brauchen einmal hier hinten eine Grundplatte, die hatte ich noch übrig. Ihr wisst, ich bin immer so ein bisschen der Resteverarbeiter, was hier zu lange in der Ecke steht, wird von mir verbaut. Dann haben wir für die Seitenteile hier so ein Kantholz. Das hat jetzt eine Abmessung von 65 cm in der Breite und 20 mm in der Stärke. Da muss man vielleicht nicht ganz so massiv gehen, aber einfach um seitlich an der Platte zu verhindern, dass der Golfball da nach links oder rechts, wenn man so komplett daneben schlägt, ständig runterfällt, machen wir da eine Umrandung drum. Dann haben wir hier noch unsere Absaugschläuche. Das ist höllisches Rohr. Nee, natürlich nicht, sondern das hat hier ungefähr 11 cm im Durchmesser. Und das hier hat 6,5 cm im Durchmesser. Wir verlinken euch die einzelnen Produkte im Shop natürlich. Falls ihr Lust habt, das nachzubauen, das kann man ja dann auch ausweiten. Ja, wenn man dann sich 30 Meter Absaugschlauch kauft, dann kann man eine größere Minigolfanlage bauen. Aber das findet ihr genauso in der Videobeschreibung wie diese Schlauchschellen. Da habe ich eine ganze Schelle und zwei halbe. Um einmal diesen Absaugtrichter, der dann später den Golfball auffangen soll, festzuhalten. Und um das Rohr, was wir dann eben im Looping sozusagen legen, auch auf der Platte montieren zu können. Dann haben wir hier noch ein paar Schrauben. Da habe ich auch die Schnellbauschrauben genommen, die ich da gefunden habe. Und ja, ein bisschen Werkzeug. Unseren Kunstrasen, das ist jetzt die einfachste Variante. Da gibt es ja ganz feine Kunstrasen, ja, die richtig echt nach Gras aussehen, aber die auch richtig echt viel Geld kosten. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Soll ja nur ein kleines Zwischenprojekt sein. Das ist alles, was wir brauchen. Brauchen noch ein bisschen Werkzeug, das seht ihr später. Und bevor ich mich wieder verquatsche, wie bei meinem Schäftungsvideo und euch die Ohren bluten, fangen wir diesmal ein bisschen schneller an. Also los geht's. Heute machen wir mal die ganzen Schnitte mit der Hand, aus genau zwei Gründen. Erstens, dann brauchen wir keinen Strom, also wir brauchen nachher einen Akkuschrauber, den werde ich benutzen. Und zweitens muss ich dann nicht die Bandsäge aus der Ecke räumen. Ist ja im Moment auch ein bisschen Zeit, wo wir alle Strom sparen sollen, ne? Deshalb heute Handbetrieb bleibt Handbetrieb. So, jetzt bohren wir schon die Löcher hier unten vor, wo also diese Platte sitzt. Ne? Die wird also hier durch den Außenrahmen auch ein, zwei Mal verschraubt. Das heißt, wir haben jetzt eine Plattenstärke von 18 mm. Das wäre also ungefähr so. Und die Schraube setzen wir auf die Hälfte. Und damit wir das nicht jedes Mal einzeln anreißen müssen, machen wir uns da jetzt ein Streichmaß fertig, reißen das an. Und das machen wir bei den Querteilen und auch bei den Längsteilen. Dann bohren wir ein paar Löcher und dann geht's weiter. So einfach ist das. Damit ihr den anderen nicht richtig seht, könnt ihr mit einem spitzen Bleistift das Ganze einmal ein bisschen nachfahren. Aber ich denke, da geht's eigentlich.
Kameramann musste jetzt extra auf Stativ wechseln, weil man mit dem neuen Streichmaß von Meyer so schnell anreißt, dass man das sonst nicht gesehen hätte. Ja, ist so, ne? So, auf den beiden Längsteilen teile ich mir auch die Strecke einfach ein. Also wir werden das da jetzt nicht übertreiben mit den Schrauben, aber so alle 35 bis 40 cm kann man eine setzen, je nachdem, wie groß ihr das machen wollt. Und nun müssen wir bohren. Du musst mal ein bisschen mehr schleifen, Wolfgang. Ich hasse Schleifen. Ja, dann musst du sagen, du hast bisher Schleifen gehasst, aber seit du mit Eckermann schleifst. So, da diese beiden Längsteile durchgehen, reißen wir uns jetzt hier auch gleich noch die Schrauben für die Rahmenverbindung an. Oh, das habe ich auch schon erledigt. Das machen wir einfach mit so einem Seitenspieß, der dann auch drankommt. Jetzt haben wir alles gebohrt. Ich montiere jetzt den Rahmen außen um die Platte. Da würde es zwar eigentlich reichen, wenn wir den nur schrauben, aber ich mache einfach einen Tropfen Leim dran, weil er hier steht und weil es nicht schaden kann. Dann schrauben wir den Rahmen und damit wir nicht nachher den Kunstrasen da mühevoll reinschneiden müssen, nehmen wir jetzt, bevor der Rahmen dran ist, die Platte, legen die auf den Boden auf den Kunstrasen und schneiden einmal mit dem Cutter drumherum. Dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Das Teil, was übrig geblieben ist, ist dann für die Minigolfbahn-Erweiterung Teil 2. Wenn man das sehen will. Das muss aber dann irgendwas mit Funken und Feuerring oder so sein, sonst soll ja auch nicht langweilig werden. So, das haben wir geschnitten und jetzt montieren wir den Rahmen. Thank you.
Hier haben wir jetzt die Ecke noch, ne? Das heißt, wir müssen das alles noch ein bisschen runden. Wir kommen also mal wieder zu meinem Lieblingsthema, dem Thema Schleifen. Dazu haben wir hier unseren EK-Double-Schleifklotz. Ich habe zweimal Korn 80. Ihr findet beides im Shop, einmal rot, einmal blau. Nur ganz kurz, wo ist der Unterschied? Das Korn ist fast das gleiche, aber bei dem EK-Blue ist das flexible oder das Papier als Unterlage etwas flexibler als bei dem roten RK-EOV. Bei solchen Arbeiten, wo wir wirklich eigentlich gar nicht die Kante so arg runden, sondern wirklich eine Phase anschleifen wollen, nehme ich also das bisschen stärkere Papier. Schleifen tun sie natürlich beide gut, das versteht sich von selbst. So, wir haben das alles ein bisschen geschliffen. Das ging ohne Probleme. Kann gar nicht verstehen. Wolfgang hat in einem von seinen Videos gesagt, er schleift nicht gerne. Da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Jetzt kommt hier unsere Kunstrasenbahn da rein, die hoffentlich auch passt. Na Logo. Ganz klein bisschen muss ich sie in der Breite noch nachschneiden, sonst wälzt sie sich ein bisschen, aber das kriegen wir hin. Jetzt machen wir uns mal unseren Trichter, der kommt einfach in die recht lose zusammengeschraubte Schlauchstelle. Dann kann man das hier vorne so ein bisschen klemmen. Dann kommt dieser Schlauch hier drauf, durch den dann der Golfball wieder zurückrollt. Und um hier jetzt eine Aufnahme zu finden, habe ich mir einfach ein Stück Rundstab genommen, habe da eine Bohrung reingemacht und die ist so gewählt, dass man das einfach klemmen kann. Und das reicht schon. Hier haben wir jetzt unser Rundholz, das seht ihr, habe ich jetzt unten einfach mal so Pi mal Auge geschrägt. Jetzt kann man sich das ganze Teil mal so hinstellen, wie man so ungefähr zumindest die Idee hat, dass das stehen soll. Und dann reißen wir uns das hier unten einmal genau an. Die ungefähre Position, das müssen wir natürlich noch ausmessen nachher, dass das mittig ist. Und dann bohren wir und montieren das fest. Das ist jetzt die richtige Position, ungefähr, kommt es auf Millimeter sicher nicht drauf an. Und dann nehmen wir uns das Rundholz als Schmiege, dass wir also auch die Schräge richtig haben beim Bohren. And that's it, man. Seht, hier habe ich jetzt den Teppich ein bisschen ausgeschnitten. Damit der sich nicht mit der Schraube verdreht, aufzwirbelt. Jetzt schrauben wir einfach mit ein paar kleinen Spacks diese, oder kleinen Schrauben, ist ja ein Markenname, soll man ja nicht sagen, zumal wir von denen auch nicht ein Päckchen umsonst kriegen, deshalb streichen wir das.
Den schrauben wir jetzt einfach hier seitlich an der Leibung ein bisschen fest. Das ist also der Schlauch, der den Golfball, wenn man denn getroffen hat, wieder zurück zum Ausgangspunkt zurückrollen lässt. Jetzt noch ein kleiner Trick für die Problematik, wenn wir eine Schraube haben, die sehr locker auf dem Bit sitzt. Also immer dann, wenn ihr da an eine entlegene Ecke kommen wollt und die Schraube euch nicht zum 10. Mal vom Bit rutschen oder fallen soll, nehmt ihr einfach ein Klebeband, bis zum Schraubenkopf durchdrücken. Und damit könnt ihr das auf dem Bit fixieren, ohne dass die Schraube wieder runterfällt. Schrauben wir das fest und ziehen das ganze Geröffel ab. Und dann muss man nur den Bit wieder von diesem Klebeband befreien, aber zumindest ist die Schraube an ihrem Platz und das Rohr ist schön fest. Hallo beim Zirkus Don Meyer aus Göttingen. Die besten, wie nennt man die denn? Athleten? Nee. Die besten, wie heißen die denn im Zirkus? Artisten, nicht Athleten. Also machen wir mal richtig. So, hier haben wir jetzt die Schlauchschelle. Ich habe mir da so ein Stückchen noch von dem Rundstab abgeschnitten, Loch drauf gebohrt. Und damit wir hier einfach das Ganze ein bisschen runterdrücken, damit der Ball da schön reinrollen kann. Wenn man denn drift. Ah, this can maybe it will get a little tricky to find out now. But we will get it done. Don't worry that much. If someone doesn't like it, we give a shit, you know. Like we did it in the past. It's like we do. Wir sind jetzt in den letzten Zügen. Wir haben hier das Rohr jetzt also mal auf die Länge gekürzt. Wir geben natürlich zu, wir haben das eben gerade ein bisschen probiert, dass wir da jetzt nicht fünfmal umbauen müssen. Das Ganze hat also ergeben, dass wir jetzt hier einen Rundstab von etwa 28 cm noch haben. Da habe ich wieder oben mein Loch zur Aufnahme reingebohrt. Das kommt in die gleiche Flucht von dem hier, sonst wird es schwierig, dass der Ball da rein passt. Und jetzt wollen wir das einmal montieren. So. Sollte das zumindest mal fertig für einen ersten Versuch sein. Damit wir jetzt natürlich über einen echten Minigolfplatz auch irgendwo einen Abschlagpunkt haben, haben wir uns überlegt, wir machen auch einen. Dafür haben wir extra hier eine ganz spezielle Trennscheibe. Und da ist er schon. Ihr Lieben, ein Video geht zu Ende. Ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt im Video, das darf man vielleicht nicht zu ernst nehmen. Aber auch solche kurzen oder spaßigen Projekte müssen mal erlaubt sein. Für uns war das ich will jetzt nicht sagen die Erfüllung eines Traumes, aber zumindest hatte ich es im Kopf und ich wollte es mal machen. Mich würde es freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht mehr solche, ich will nicht sagen Quatschvideos, aber einfach mal so ein bisschen leichtere Videos sehen wollt zwischen den ganzen sehr harten Theorievideos, die ja auch immer mal wieder kommen. Wenn ja, würde mich das freuen. Ich habe da nämlich noch die ein oder andere Idee. Und bis dahin sage ich, bleibt bitte gesund, genießt die ersten warmen Tage und wir sehen uns beim nächsten Video auf dem Kanal. Macht's gut, tschüss.